Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun und heute seht ihr, wie man so einen schönen Zeitrafferauslöser für eine DSLR selber bauen kann. Ja, hier seht ihr die Teile, die man dafür benötigt, sind eigentlich relativ wenige und man braucht natürlich auch ein paar Werkzeuge, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe jetzt das Ganze erstmal auf einem Breadboard aufgebaut, hier sehen wir das Ganze nochmal mit einem Arduino und LEDs jetzt als Anzeige und hier ist die Kamera jetzt angeschlossen. Jetzt schalte ich das Ganze mal ein und ihr seht, sie macht Fotos in gewissen Abständen, die man einstellen kann. Hier sehen wir nochmal den Schaltplan, also ganz einfach aufgebaut mit einem Arduino als Hauptprozessor. Und jetzt fangen wir an fürs Gehäuse. Erst dremeln wir die Löcher rein für das Potentiometer und den Schalter. Dann an die Ladebuchse, wo dann das Ganze geladen werden kann. Jetzt bauen wir die Platine auf. Auf jeden Fall werden erstmal die Transistoren eingelötet. Das Ganze könnt ihr dann ja im Schaltplan sehen, den ihr eben gesehen habt. Ja, wir nutzen noch eine Power-LED, dass man dann weiß, dass das Gerät eingeschaltet ist. Auch wieder alles schön verlöten, passend auf der Streifenrasterplatine. Ja, jetzt wird das Klinkenkabel dran gemacht, das dann an die Kamera angeschlossen wird und dann auslöst. Nun verlöten wir die Pin-Header an den Arduino, dass wir den dann später programmieren können. Jetzt wird dieser auch an der Platine verlötet. Noch ein paar Kabelbrücken verlöten. Und ja, jetzt werden die Kabel an das Potentiometer gelötet. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Schon eingebaut, jetzt erstmal ein Testlauf. Und das Ganze funktioniert und löst aus. Ich hoffe, das kann man jetzt hier gut erkennen. Jetzt schließen wir das Ganze an den Computer an mit einem FTDI-Wandler und programmieren das Ganze mit der Arduino-IDE. Der Source-Code ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, fertig ist das Ganze. Jetzt machen wir hier noch ein paar Testaufnahmen. Ihr seht jetzt hier noch ein paar Zeitraffer. Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess. Just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away, some other place. Don't wanna wait. Oh, my Indian summer, take me away. I ain't afraid calling your name. Oh, my Indian summer. Innocence fading away as we learn the truth, and we'll be anything that we wanna be. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr natürlich hier kostenlos abonnieren. Und hier geht's noch zu einem weiteren Video von mir. Da erkläre ich, was so ein Arduino ist.